Die kühlere Jahreszeit könnte die Corona-Zahlen nach oben treiben. Deshalb will Gesundheitsminister Spahn nun handeln. Flächendeckend sollen im Herbst Fieberambulanzen eingerichtet werden, um Menschen mit Grippe oder Covid-Symptomen gleichermaßen zu behandeln. Gleichzeitig müsse die Teststrategie angepasst werden. Deshalb werden präventive Reihentests in den sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel Pflegeheime, ein fester Bestandteil der Teststrategie für Herbst und Winter, sagte Spahn der Rheinischen Post. Doch schon jetzt befinden sich einige Städte im kritischen Bereich. In Köln und München etwa wurden am Wochenende bereits keine Fans in die Fußballstadien gelassen. In der bayerischen Landeshauptstadt liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 56. Heute berät ein Krisenstab. Bisher wurde lediglich die Maskenpflicht an Schulen verlängert. Das kann zu tun haben mit öffentlichen Plätzen. Alkoholverbot gibt es ja schon auf der Theresienwiese. Denkbar ist eine Ausweitung. Denkbar ist aber auch eine Begrenzung oder Beschränkung wieder von Versammlungen, jedenfalls so lange, bis das Infektionsgeschehen sich wieder in einem kontrollierbaren Bereich bewegt. Ein leeres Stadion blüht auch Gelsenkirchen. Dort liegt der Wert bei 44. In NRW verzeichnen auch die Orte Hamm und Remscheid zuletzt starke Anstiege. Dennoch springen in der Diskussion um Weihnachtsmärkte nun mehrere Bundesländer CSU-Chef Markus Söder bei. Mit Hygienevorschriften seien die Märkte im Saarland, Sachsen oder Thüringen möglich. Es wird eine abgespeckte Version geben, die wie eine Aneinanderreihung von Wochenmärkten ausgestattet ist. Es gibt ein seelisches Bedürfnis nach dieser Normalität, sagte Thüringens Landeschef Bodo Ramelow. In den letzten Bund-Länder-Gesprächen hatten die Landeschefs mit Bundeskanzlerin Merkel noch keine Entscheidung zu den Märkten getroffen. Grundsätzlich hat der Bund aber auch wenig Mitspracherecht, denn über die Genehmigung der Veranstaltungen entscheiden am Ende die lokalen Behörden.